war heute Nacht? Ich war wieder in Afghanistan. Mhm. Nacht. Da wo man halt nachts das halbe Gefecht durchgespielt und da völlig, ich war halt dabei, gefuchtelt und geschrien. Wenn ich daran denke, frage ich mich, warum ich überhaupt Soldat gewesen bin. Es sind Sachen dort im Einsatz passiert, die einen in gewisser Art und Weise mitnehmen. Irgendwann hat man halt auch mal die Schnauze voll von dem, wie es so ist. Und ganz, ganz viele nehmen sich das Leben. Scheiße, ich will mich mit dem Thema nicht beschäftigen. Kennst du das? Ja. Ja? Du bist weg damit. Viele Menschen haben aufgrund der Traumatisierung, indem sie in dissoziative Prozesse gehen, eine verschobene Wahrnehmung. Also sie spüren sich halt nicht mehr. Und dabei können die Pferde helfen, den Menschen wieder in ihr Gefühl zu kommen. Du gerade, was bei dir innerlich passiert? Unsicherheit, ja. Also und dann hört er nämlich auf. Also die Pferde, die sind so fein, die scannen unser Inneres. Ich habe früher auch nicht an die Energie gedacht oder sonst was, aber wenn du die Arbeit mit Pferden kennenlernst, das ist eine ganz andere Welt. Ich habe früher auch immer drüber gelacht, der Kerl. Ja? Für mich fühlt es sich so an, als ob man miteinander daran arbeitet. Also man ist nicht allein. Ich möchte einfach damit abschließen, dass das präsente Thema Afghanistan in mir endlich mal ein Ende findet.